Okay, so, jetzt gehen wir hier rum. Und jetzt mache ich mir kurz nochmal mein Grün hoch. So. Okay. Und damit geht es jetzt los. Falls ihr jetzt erst gekommen seid, hallo und herzlich willkommen zu From the Darkness, ein Horrortitel, den ich irgendwie verpasst habe. Ich sehe gerade mal die Mikrofon, nee, die Kopfhörerlänge erweitern. Ja, From the Darkness, ein sehr, sehr atmosphärischer Titel, wenn ich mich auf den Trailer verlasse. Wir gucken mal rein. Alter, ich habe mir gerade die Hose komplett voll gesabbert. Und Schuld ist, meiner Ansicht nach, der Lara Loft Place, die Lara Loft Place Tasse. Die ist irgendwie, anders kann ich mir nicht erklären, nicht für mich gemacht. So, auch weil jemand vorhin gefragt hat wegen Visage, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich werde Visage auch nochmal weiterspielen, aber ich versuche wirklich so eine Varianz zu spielen an Spielen. Ich kann nicht immer alle Spiele durchspielen, aber ich weiß, ich habe Among Us, ich habe es bei Visage auch versprochen und ich will es auch machen, nur um ehrlich zu sein, weiß ich, ich müsste es nochmal anspielen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es da weiterging. Okay, also ins 64. Apartment. Natürlich geht der Fahrstuhl nicht. Er geht nie in solchen Spielen. Ja, Lionheart, natürlich freue ich mich auch tierisch auf Elden Ring. Also ich weiß, mir wird immer irgendwie gerne nachgesagt, dass ich das alles nicht gut finde oder so. Oder dass ich da nicht so Teil von sein will. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich persönlich mag Elden Ring schon mal sehr, sehr gern. Ich bin mega der Bloodborne-Fan. Weil ich auch Lovecraft-Fan bin und Bloodborne ist fantastisch, fantastisches Setting. Ich mag auch das Schnelle an Bloodborne. Ich mochte am Anfang nicht die langsame Spielweise in Demon's Souls, Dark Souls. Die mochte ich am Anfang nicht, habe sie aber natürlich auch nicht hundertprozentig gecheckt. Das Blocken, Parieren kannte ich alles nicht. Mittlerweile sieht es da ja schon, soll ich jetzt echt 64 Stockwerke hochlaufen, ihr spinnt doch. Ah, da geht der Aufzug. Ja, das ist die Erklärung. Also Elden Ring wird es hier ab dem 25. geben. Da könnt ihr euch dann entscheiden, wo will ich suchten. Bei Nils, bei Ede, bei Simon, bei Florentin. Es wird zu jeder Tages- und Nachtzeit wird es was geben. Zu diesem Spiel. Da bin ich fest von überzeugt. Ey, eben gingst du doch auch auf. Ihr seht das, oder? Hä? Ist es jetzt die Tür? Also ich raff hier gar nichts. Dachte gerade, das wäre unten gewesen. Habe ich mich da verguckt? Okay, wie kann ich in die Hocke? Ach, ich habe ja eigentlich auch den Controller. Ich kann nicht mal den Controller umschalten. Ich mach das mal, weil man kann mit dem Controller halt, gerade bei so Horrorspielen, kann man, finde ich, immer besser umgucken. Und da kann ich eben auch gucken, wie man sich in die Hocke begibt. Geht hier gar nicht. Naja. Okay. Vielleicht soll ich einfach noch einen hochgehen. Soll ich jetzt ernsthaft hier 64 Stockwerke hoch? Ja, ich glaube, ich soll da gar nicht rein. Der scheint ja hängen zu bleiben. I need 64 apartments. Ja, wer hätte die nicht gerne? Ah, okay. Dann ist hier wahrscheinlich die 64. Es ist doch nicht der 64. Stock, es ist nur das Apartment. 64. Nintendo 64. Lieber Nachbar, wenn du nicht aufhörst, nachts so rumzulautstärken, dann rufe ich die Polizei an. Oh shit. Dann muss ich wohl wieder runter. Und ich nehme an, der Schlüssel ist... Oh, das hat mir gerade mega Angst gemacht. Ich nehme an, der Schlüssel ist dann hierfür. Genau. Und dann kann ich damit die Elektrizität wieder anmachen.
Und jeder, der jetzt irgendwie schreibt, ich sehe das hier und da mal, Wrath302 schreibt das zum Beispiel, dass es voll schwierig ist, weil man ja alle Bohnen irgendwie angucken will. Ich kann immer wieder nur auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, der wird mächtig befüllt. Jeden Tag gibt es da Uploads, mehrere, und ich bin super happy damit. Es funktioniert alles blendend. Jetzt kommen demnächst noch von einem anderen Kollegen, der sich bei mir angeboten hat, kommen noch so Best-ofs dazu, also so kleine, kürzere Sachen. Und langfristig werde ich natürlich überlegen, was man davon irgendwie nicht mehr hochlädt, das, was halt keine Klicks mehr hat, ganz klar. Aber im Moment ist alles super und da könnt ihr alles nachgucken. Ihr könnt gerne woanders live gucken und dann bei mir auf YouTube. Okay, ich kann hier scheinbar nicht rein, aber hier hat offensichtlich ein alter Herr gewohnt. Hier schön, ist das eine Kippenschachtel? Schön auf dem Abatabakak. Genau, da ist der gute Abatabakak. Da kannst du schön am Fenstersims sitzen oder eher lehnen und eine rochen. Ja, aber die Tapete, das ist was für den Nachmieter. Komm, die Scheiße reißt du doch eh ab. Das hat so richtig dieses muffelige, neblige. Hier die Matroschka. Das gehört wirklich. Es ist, ich habe noch nie ein Spiel aus Russland, Ukraine, nehmt irgendwas aus der Richtung gesehen, wo nicht eine Matroschka drin war. Das ist schon geil. Finde ich gut, dass die sich alle irgendwie daran halten. Das ist ja kein Meme oder so. Es ist nur einfach eine Sache, die halt wirklich, wo man instinktiv weiß, in welchem Land man sich befindet. So, ich will da mal ranzoomen. Ach, scheiße. Wer von euch kann denn Russisch? Das sieht aus wie eine Rakete. Und CCCP ist doch hier, ne? Ja, halt Russland. Also Dings hier. UdSSR, denke ich. Okay, wir gucken mal weiter. Ja, 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 too dark. Du bist auch too dark, Alter. Ich bin mir nicht sicher, was dieses Fizzle dann soll. Wahrscheinlich kriege ich Angst im Dunkeln. Hat dieses Baby gefragt, ob es auf diesem Bild, wurde das Baby gefragt, ob es auf dem Bild erscheinen darf? Ich weiß es nicht. Geht nicht auf. Was ist hier? Shit. Das ist nie ein gutes Geräusch in Horrorspielen. Ja. Okay, hier ist nichts mehr. Also ich meine, hier jetzt in diesen Räumen, in die ich nicht reinkomme. Jetzt suche ich mir erstmal eine Kerze oder eine Taschenlampe oder irgendwas. Okay, das ist wieder der. Bitte nicht die Tür zuklappen. Oh, ich war mir so sicher, die klappt jetzt vor mir zu. Ja, ist nämlich natürlich wieder die Sicherung. Nanu? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Hier vielleicht? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit solchen elektrischen. Das sind natürlich Sicherungen, aber da scheint nichts mehr zu gehen. Kurz mal, ich will nur sicher gehen, ne, dass ich hier nicht irgendwas falsch mache. Ne, geht auch immer noch. Ach, die war! Okay, ja. Deswegen bin ich Elektroinstallateur. Installateur. So, hier ist alles wie immer. Hier wollten wir ja eigentlich. Komm, mach mal zu. Genau, hier um die Ecke und dann in die Räume rein. Aber eigentlich dürfte hier ja gar nichts mehr aufgehen jetzt, angehen. Ach, Mann. Weil ich meine, rechts die Lampe ist ja kaputt. Boah, das ist ja alles irgendwie das. Naja, gut. Andererseits, warum nicht, ne? Aber da kannst du ruhig auch mal ein paar Kacheln. Also da kannst du fast eigentlich mehr alle Kacheln abmachen und verkaufen. Dann sieht es wenigstens einheitlich aus. Und man fragt sich direkt, wenn diese ganzen Kacheln doch alle abfallen, warum liegen die nicht hier unten rum? Und ich meine, wenn sie abfallen einzeln, kannst du auch wieder dran kleben. Na gut, offensichtlich wurde das hier verwaist. Ja, nur noch die Kakerlake wohnt hier. Ach komm, ernsthaft?
Scheiße. Jetzt habe ich hierfür keinen Stecker, aber dafür einen neuen Schlüssel. Okay, jetzt haben wir etabliert, dass die für diese kleinen Schlösser gedacht sind. Hier kann ich nicht rein. Da ist ja nur die Toilette. Man hört immer dieses Atmen. Hier ist zu dunkel. Das haben die doch auch extra gemacht, dass hier die Schuhe stehen, hier noch die Jacke, dass man sich da jedes Mal so ein bisschen erschreckt. Okay, ist hier vielleicht irgendwo was Abgeschlossenes? Das hier kann ich auch nicht nehmen, okay. Geht nicht, 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 okay. Ich mag es ja immer, wenn bei solchen Spielen auch so dieses typische, ich kann jede Schublade aufmachen, verzichtet wird, weil das immer nur dazu führt, dass man irgendwie 1 Million leere Schränke aufmacht. Ich wollte gerade sagen, sind das hier Kratzspuren? Nee, ne? Das ist einfach nur Dreck. Schwer zu sagen, sie sollen wahrscheinlich Spinnweben sein. Also in jedem anderen Spiel könnte man jetzt hier an der Ecke irgendwie rutschen, drücken, irgendwas machen. Auch immer gut, die Bücher guckt man sich gerne an. Ich bin großer Fan, in Spielen sich die Bücher anzugucken. Mann, leider weiß ich nicht, was das ist. Von A.H. Tolstoi. Ist es Tolstoi? Ja, oder? Tolstoi. Wusste ich nicht, wie der geschrieben wird. Okay. Wir gehen hier langsam die Räume aus. Ups, sorry. Im Zoom gar nicht so leicht. Ne, das lassen wir mal an. Am einfachsten wäre es ja, wenn ich jetzt hier mit einem Schraubenzieher oder so was rausdrehen könnte von einem der Lichtschalter. Nee, muss sagen, bisher. Vielleicht muss ich rausgehen und bei der Nachbartür nochmal versuchen. Oder vielleicht sogar diesen zweiten... Oh, okay. Diesen zweiten Kasten sich mal angucken. Aber hier ist kein Schloss. Jetzt habe ich so einen zweiten Schlüssel. Okay, das sind, finde ich, gute Zeichen. Ich kann nicht zurück, was ja auch ein Indikator ist, dass ich da drin was machen muss. Hier kann ich nur klopfen, ich kann nicht aufschließen. Also entweder war das von mir oder von dem Bewohner da drin. Ich werde nicht nachfragen. Mehr kann ich auch nicht mehr machen. Tja. Okay, wir suchen weiter. Also, wir checken noch einmal alles strategisch. Hier habe ich auch noch nicht geguckt. Hier unten vielleicht? Nee, ne? Da ist auch nichts. Wir suchen ein Schloss. Ein kleines Schloss. Ich gucke auch immer, ob ich das hier aufmachen kann. Kleines Schloss für einen... Hier vielleicht der große Suppentopf. Ja, ein Vorhängeschloss suchen wir für meinen kleinen Schlüssel, den ich habe. Jemand schreibt Tür zwischen Küche und Ausgang. Danke. Das wäre ja... Tür zwischen Küche und Ausgang? Ist das eine Tür? Oh Mann, ey! Aus irgendeinem Grund in meinem Kopf war das hier die Tür für die Küche. Aber das kann ja irgendwie auch gar nicht sein, oder? Okay, ich muss von der anderen Seite. Wer hat denn diese Wohnung gebaut? Hier. Kate Moss? Da kommt doch kein Mensch durch! Hör auf jetzt hier mit dem Umschalten! Okay, und hier ist natürlich der... Ach nee, das Schloss habe ich ja benutzt. Das ist kein gutes Zeichen, dieses rote... Die rote Nadel. Gut, dann gehe ich jetzt mal zu der besagten Räumlichkeit. War das hier?
Nee. Mann, es ist aber auch mit der Dunkelheit hier ganz schön anstrengend. Ich muss mal gerade wieder ins Licht. Das war doch hier hinten, oder? Ich glaube, das war da hinten. Moment. Da. Irgendwo hier. Da. Oh, nee. Ganz offensichtlich ist diese Puppe vom Teufel besessen. Wie sie sogar blinzelt. Boah, guckt euch die an. Okay, die müssen wir verbrennen. Das ist ja krass. Man fragt sich, ist das für die... Ist diese Schrift für die Kakerlaken, von den Kakerlaken oder für mich? Und sind diese kleinen gelben Knödel Kakerlaken-Kackknödel oder leckere Mentos für mich? Vielleicht. Diese kleinen, die Tic-Tacs. Kleine, gute Tic-Tacs. Oh, mein Atem. Oh, ist eh nicht so. Vielleicht nehme ich mir da nachher ein. Ja, guck mich doch nicht an jetzt! Oh, ich kann mich mal angucken. Na, sieht okay aus. Der wollte wahrscheinlich Geld eintreiben. Das ist gar nicht sein Opa gewesen hier. Der hat wahrscheinlich, ist hier schon mal reingegangen, hat ihn die Tapeten runtergerissen und die Kacheln in Bad und hat gesagt, wenn du nicht zahlst, Opa, dann komme ich und dann brösel ich deine Kacheln vom Kopf. Da ist ein Schloss. Was ist das denn jetzt? Was habe ich ja noch nie erlebt? Was soll das denn sein? Rot, grün, blau und gelb. Okay, und darauf komische Symbole. Was ist hier? Gorbatschow is ousted in an apartment coup by Soviet armed forces in Hardliners. Warum rede ich so? Accused of steering into a blind alley. Da würde mich jetzt mal interessieren, ob es eine echte Schlagzeile ist. Na ja, gut, ich muss sie wohl angucken, ne? Wieso denn unters Bett? Warum gehst denn du jetzt unters Bett? Kann ich nicht irgendwie was mit der machen? Also ich meine, kann ich die... Boah, ist die furchtbar. Ich würde die halt schon jetzt normalerweise in die Hand nehmen. Ich habe ja sonst auch gar nichts mehr. Entschuldigung, ich muss mir merken, das ist ja ein wirklich komischer Button, dass B immer für dieses Menü ist. Okay. Ich mache nochmal zu. Das Licht aus, meine ich. Nee. Sehr schön finde ich dieses Bassbrummen, was immer dann kommt, wenn man das Licht ausmacht und direkt so eine gewisse Bedrohlichkeit mit sich nimmt. Okay, nee, jetzt habe ich alles. Was ist da noch? Da liegt was? Nee, nur ein Kissen. Ja, dann muss ich wohl jetzt rausgehen. Rückwärts. Dich beobachtend. Muss mal kurz gucken. Na, schon wieder irgendwas, ne? Da, Licht ist an. Okay, das ist geil. Das ist ja geil. Okay, das ist eine Kamera aus einem der Räume. Da unten ist das... Wir gucken uns dieses Tapetenmuster und den Boden mal an. Und da liegt dann auch ein Buch. Aber da steht ja offensichtlich eine Person. Okay, komm, wir machen's. Mein Gott. Natürlich werden wir beguckt. Ach komm, ernsthaft? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, kriege ich so ein bisschen Panik. Diese Teppiche, die hatte meine Familie auch immer an den Wänden hängen. Aber bei denen war es Posertum. Bei denen war es, guck mal, wo wir schon überall waren, wir Boomer, Posertum. Und ich kann mir nicht mal ein Flugzeug leisten. Also ein Flieger. Das waren noch Zeiten, ne? Unsere Eltern, da haben sie das Geld verdöselt und
die Ressourcen der Welt gleich mit. Okay, Leute, ich kriege ein bisschen Angst von diesem Pulsgeräusch. Vielleicht muss ich halt auch einfach nur zwischen den Räumen hin und her laufen und dann passieren schon Dinge. Vielleicht ist hier gerade... Bin mir einfach nicht sicher, was dieser Raum hier soll. Kann nichts machen, kriege aber jetzt auch keine Angst mehr. Und Licht geht ja auch nicht. Es ist ja kaputt gegangen. Wahrscheinlich muss ich hier mit der Kerze hin. Okay, wir gehen weiter von Raum zu Raum. Und direkt wieder zu. So, ich habe ja dieses Buch bekommen. Ich glaube aber nicht, also ich habe kein Inventory oder so. Zumindest sehe ich keins, wo ich jetzt mir die Bilder oder das Buch nochmal angucken könnte. Ich glaube, die Leute wollen, dass ich da reinlaufe. Ich höre ihn halt echt atmen, ne? Also habe ihn bis eben atmen gehört. So, jemand schreit, mach doch das Schloss auf, nicht? Ich glaube, danke für den Tipp, aber ich habe ja hier, habe ich noch nix. Ich weiß nicht, was das hier soll, um ehrlich zu sein. Ich kann da nicht so ganz einen Reim drauf machen, was ich hier überhaupt machen könnte. Nee. Ja, Objective Get Out stand da, das stimmt. Aber das hat mir, ich meine, das hat mir die Kiste mit den Kakerlaken gesagt. Das kriege ich ja jetzt nicht zum ersten Mal zu hören. Alter, ficke dich doch mal. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Mit diesem Licht immer. Oh, was? Okay, das war natürlich, damit ich das nächste triggere. Und sehe, dass man hier nicht mehr rauskommt, Alter. Da haben die Tür versetzt. So ein sowjetischer Maurer, der ist richtig gut, würde ich sagen. Der macht dir das in 10 Minuten, während du auf dem Klo bist. Okay, hier kann ich nicht mehr rein. Dann liegt es jetzt. Ich wollte schon gerade sagen, da geht schon wieder was auf und zu. Dann liegt es jetzt an uns beiden, Puppe. Ah, ein Telefon. Mann, hört doch mal auf, immer das Licht an- und auszumachen. Das macht mir Angst. Das kann ja wohl nicht euer Ziel sein. Ja, aber wo ist das Telefon? Alter! Ich brauch das Licht doch! Okay, wir suchen das Telefon. Das war ja irgendwo... Also es kann ja wirklich klar, dass es hier nicht liegt. Sag mal, ist das schon wieder ein Foto von mir? Nee, war vorhin nur. Shift to run. Oh mein Gott! Hör ich da was hinter mir? Okay. Ich war mir so sicher, da steht was hinter mir gerade. Ihr hört es doch auch. So, das Telefon ist im Telefonzimmer. Ah, okay. Der schnabuliert da irgendjemanden weg. Das ist wahrscheinlich der letzte Typ, der hier reinkam. Buga, buga, buga. Also das Zusammenspiel aus der Grafik, diesem Herzklopfen und der Musik und dem Rauschen und diesen Wahnsinnseffekten ist ziemlich gut, finde ich. Hör jetzt auf! Du dummes Arschloch! Die muss ich annehmen und wackeln! Das Radio ist hier. Nee? Na gut, geht wohl nicht.
Zu ist die Tür. Gute Idee, Leute. Unters Bett. Ihr habt so recht. Oh. Der will auf jeden Fall Nachschlag. Der will ein Häppchen Mon. Mon auf Teppich. Mm, nam, nam, nam. Kann er direkt hier essen? Okay. Er kommt nicht rein. Oh, oh, ich hab, das habt ihr auch gerade gesehen, ne? Das habt ihr gerade gesehen. Du dummes Scheißvieh. Ist ja noch dunkler jetzt. Ich sehe halt einfach nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Kann ich nicht einfach hier drin bleiben, bitte? Kann ich das nicht nehmen? Jetzt ist Puppentime. Ich kann gerade nicht laufen. Ach, wegen der Tür schon wieder. Hä, warum kann ich denn da jetzt nicht langlaufen? Es ist echt doof, weil ich ja auch nichts sehe. Ich komme da nicht hin. Ich komme da echt nicht hin, Leute. Glaubt mir das. Ich laufe hier nicht dumm oder so an die Ecke. Oh, komm! Da steht irgendwas vor mir! Gänsehaut. Fucking Gänsehaut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe nach vorne. Da war doch was. Da war doch ganz eindeutig was. Warum kann ich denn da nicht hinrennen? Es ist halt voll dumm, ne? Weil wirklich, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Es ist dunkel. From the darkness. So, und ich komme hier halt nicht weiter. Jetzt kann ich immer noch nicht. Das ist, sag mal bitte, ob das so sein soll. Ist das normal, dass ich hier jetzt nicht mehr weiter kann? Ich sehe ja nicht, ich kann nicht erkennen, warum. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass immer in der Dunkelheit schlimme Sachen passieren. Oh oh. Die Pizza ist fertig. Das ist ein Ohr. Das kannst du so doch nicht essen. Da hast du doch den Knochen und den Zehennagel und den Ohrknopel. Und sind das hier einfach Drehknöpfe? Okay. Jetzt kann ich wieder laufen, okay, weil ich nämlich hier hin sollte. Du dreckiger kleiner Scheißkerl, Alter. Ich hab dich im Visier! Vielleicht kommt raus, dass die Augen irgendwie meinem Opa gehörten.
die Appenaugen von meinem Opa. So, jetzt machen wir das da rein. Okay, und jetzt müsste ich nur noch wissen, was ich hier, was ist, ich kann also wählen, okay, ja, aber ich meine, wenn du die Symbole nicht kennst, dann ist das natürlich Quatsch, ne? Kannst ja wenig damit anfangen. Sind also Zahlen, oh Mann, das ist auch noch russisch. 80085, ich glaube dir nicht, Frilled. Okay, ja, wenn das angezeigt wird, dann mache ich das natürlich. Da ist ja ein Zeichen. Okay, das merken wir uns mal. Muss kurz mal gucken, also sieht aus wie zwei Dreien ineinander verschoben. Habe ich aufgemalt. Jetzt werde ich schon von zwei Leuten angeglotzt. Ey, wenn die Lampe jetzt... Oh, okay. Okay, das hätten sie anders machen sollen, dass der nicht wegploppt. Aha, okay. Das eine war grün. Das ist ein M, was auf einer Bank sitzt. Okay, ich trau mich echt nicht. Halt die Fresse, Puppe. Hat die sich gerade bewegt? Nee, sieht nur so aus. Aber sie guckt mich ja eh schon die ganze Zeit an. Glotzer. Der alte Glotzer. Okay, komm. Da ich das Spiel halt nicht kenne, weiß ich halt auch nicht, ob und wie und wann man sterben kann. Dadurch bin ich natürlich so ein bisschen beengt in meinen Entscheidungen. Oh, komm, da geht doch keiner hin. Sind hier vielleicht noch mehr Symbole in X? Oh, okay. Ein roter Bikini-Unterteil. Oder ein Dreieck. Oder ein X? Weiß ich nicht. Machen wir ein X in die Mitte noch. Okay, dann muss ich in diesem Raum bleiben. Ist da was? Nee. Vielleicht? Nee. Also, ich habe drei von denen gefunden, aber ich brauche noch ein viertes, oder? Was sagt ihr? Das letzte kannst du einfach ausprobieren. Ja, ihr habt schon recht, ne? Weil ich kann da offensichtlich ja auch nicht weiter. Okay, rot ist das Bikini... Unterteil mit einem X. Da. Ohne X in dem Fall. Ist es... Ne, hier, ne? Da ist richtig. Nein, natürlich. Das war's noch nicht. Oh ja, hinter der Tür ist eine gute Idee. Das kann natürlich gut sein. Grün war die zwei Dreien, die aber ineinander, voneinander ausgehend nach links und rechts angeordnet waren, wodurch sie eigentlich nicht wirklich aussehen wie zwei Dreien. Kann das kaum erkennen, um ehrlich zu sein. Kann ich hier ranzoomen noch? Nee. Also das hier sind sie, glaube ich. Ach, nicht X. Ich glaube, das ist es. Okay, und blau mit dem M, ne, so, was wir da auch gerade schon gesehen haben.
Ey, es ist wirklich, die Steuerung an diesem Zahlenschloss ist ein bisschen dämlich. Weil ich drücke nach unten, ja, jetzt geht's. Es hat aber eben nicht, es ging eben wirklich nicht. So, wir suchen hier das M. Okay. Und hier wäre jetzt das letzte, aber es sind schon viele Symbole. Aber ich musste einfach nur ausprobieren. Na, endlich mal Alempsche! Und noch, ach, hier war das Symbol. Okay, ja, hätte ich mir auch selbst finden können. So, mein Freund. Jetzt bin ich aber bewaffnet. Guck mal, ich sehe auch schon wieder scheiße aus. Ich glaube, das ist aber nur eine Täuschung. So, jetzt, oh Mann, dieser Raum. Okay. Den hat auf jeden Fall sich jemand geschnappt. Der hat auch diese Symbolik, glaube ich, oder sind einfach nur Kratzer, aber der sieht aus, als hätte er auch hier und da mal Symbole. Dieser eine rote Schuh, den habe ich hier auch schon irgendwo gesehen. Also entweder wohnt er hier oder natürlich wurde er hier angegriffen. Da ist der rote Schuh. Kann ich irgendwas mit ihm machen? Kann mir doch keiner erzählen, dass du nicht irgendwas im Auge oder im Mund stecken hast, irgendeine geile Sache. Der Raum ist doch nicht nur zu deinem Vergnügen da. Ah ja, das ist auch der Klassiker, ne? Dass sich die Gesichter verändern und plötzlich wird aus diesem, guck mal, hier ist mein Baby, wird so ein, guck mal, das war dein Baby. Ich gehe da gleich rein. Ich will vorher noch die anderen Bilder mir angucken. Ja, überall haben sie die todesschwarzen Augen. Hier ist immer noch eine Dickdarmwand. So, ich mache jetzt mal wieder Lichter an. Das geht mir nämlich auf den Sack. Geht nichts? Nee, natürlich schon kaputt gegangen. Okay, jetzt kommt die schlimme Tür. Vielleicht hat sich hier jemand erhängt und ist in so einer Art eigenen Hölle gefangen. Oh nein. Ich merke mir mal das F. Ich weiß nicht wofür. Genau, Hackfleischtapete da hinten bei der Ausgangstür. Ich habe das Gefühl, hier wollte sich jemand vielleicht erhängen und hat es geschafft und ist dann, wie gesagt, in seiner persönlichen Hölle gelandet oder... Aber dann würde es ja alles hier anders aussehen. Aber das ist das Erste, woran ich denken muss. Soll das hier Notenschlüssel sein oder einfach ein X? I buried him in concrete. Weiß nicht, ob das für mich eine wichtige Info ist, ob ich den später hier aus diesem... Ah, oh, natürlich, da hat sich wieder einer das warme Blutwasser eingelassen und ist dann einfach abgehauen. Mann, ey, hast du eine Ahnung, was wir für Blutwasser-Stromkosten haben? Oh, die ganze Bracke, wenn die dann kalt wird, kriegst du die nicht mehr durch den Ausfluss. Ich drehe mich um. Ich drehe mich um. Ich gehe hier rein. Alles hier ist scheiße.
Oh, Spiegel wieder. Oh gut, er geht nicht. Ja, das ist alles sehr, sehr mysteriös und interessant, weil natürlich ich auch immer wieder Tipps kriege jetzt. Von wem ist die Frage? Ja, Licht ist komplett im Arsch. Das hätte ich mir denken können bei dem Titel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hierzu eine VR-Version gibt, weil das irgendwie gut passen würde. Vielleicht hat er das ja damit gemalt, geschrieben, meine ich. Wer auch immer das geschrieben hat. Tropft da oben irgendwas? Ach du Scheiße, okay. Closed. Was kann da wohl drin sein? Die Melone von vorgestern? Nein, nein, es muss der Korb von Tomaten sein, den ich gesucht habe. Okay, ging einfach nur aus. Die Marmeladenoma, die ist da oben drin, genau. Der Korps ist auf jeden Fall hier irgendwo in einem der Schränke oder unter dem Sofa. Würde ich jetzt behaupten, aber andererseits stinkt es hier wahrscheinlich in jedem einzelnen Zimmer nach Leichen. Okay, ich brauche vielleicht, aber den Pickel kann ich ja nicht nehmen, aber ich würde hier gerne die Beton... Wände aufhacken. Das ist ja alles Beton, ne? Als wäre der hier in einer dieser Wände. Go to the boys. Bird Team Concrete. Go to the boys in total darkness. Ah, okay. Ja, da möchte ich aber nicht. Okay, gut, ich mach's. Ich mach's, weil ihr seid. Vielleicht ist es auch nicht hier. Vielleicht muss ich zu dieser Fleischwand. Das hat gerade jemand im Chat gesagt und ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, irgendwo in diese Richtung. Hört es ja selbst. Irgendwas hier ist, irgendwas hier hört man auch, aber man muss das Licht ausmachen. Hier eigentlich noch ein Gang? Nee, ne? Puh.
Hier ist ja auch irgendwas Weißes, ne? Seht ihr immer, wenn ich... Das ist hier irgendwie das Bild hier oder das da oben, aber ich krieg's ja nicht auf. Ich lauf mal rum. Das ist interessant. Da gucken wir nochmal hin. Warum ist denn da an der Wand so ein Blutfleck? Okay, jetzt verstehe ich. Das ist der Concrete. Und hier ist wohl ein Clou. Also, ist die Kakerlake irgendwie wichtig? Na, mal gucken. Also, Finger plus Auge plus Zähne gleich Schlüssel. Finger, Auge, Zähne, Schlüssel. Finger, Auge, Zähne, Schlüssel. Auge, Schlüssel, Auge, Zähne nehme ich jetzt gleich mit. Oder muss der Finger in... Das bewegt sich, ne? Ihr seht das auch. Muss der Finger in die Augenhöhle? Weil dann wäre ja alles zusammen. Ah, ich glaube, dann geht die... Ja, ja, ich glaube, so ist das, Alter. Der steckt wirklich da hinter der Wand. Da hat er ihn aber nicht gut in Concrete begraben. Okay, mein Plan wäre, die Finger aus dem Backofen zu holen. Und die da reinzustecken in die Augenhöhle und dann kriege ich eventuell den Schlüssel. Das ist auch so ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn irgendwann mal sage. Ich kriege auf jeden Fall ziemlich üble Resident Evil 7 Vibes. Für das es jetzt übrigens seit ein paar Tagen eine VR-Mod gibt, die ich auch irgendwann bald mal spielen werde, weil ich habe es ja auf PSVR schon sehr, sehr gerne gespielt. Aber für PC ist es, glaube ich, noch geiler. Mach den Finger da rein! Jetzt popel dem Mann doch mal bitte in dem Auge rum. Ich hab doch alles. Also ich hab's nicht ganz... gerafft, was jetzt hier von mir erwartet wird. Ich kann halt nur Licht an, ausmachen. Ich kann nichts nehmen. Normalerweise kann ich ja irgendwas grapschen oder irgendwas machen damit. In diesem Fall nein. Ich kann nur ranzoomen. Ich würde sagen, der Finger muss ins Auge. Aber scheinbar ist es das nicht. Genau, vielleicht die Augenhöhle. Oh, kurz eine Frage, die ich gerne beantworte. Und zwar von Ei im Baum. Gibt es eigentlich schon Pläne für die Resident Evil 2, 3, 7, 8 Mods? Ja, ich habe ja den 2er habe ich ja vor kurzem, vor zwei Tagen schon, direkt am ersten Tag, Moment, weggucken, direkt am ersten Tag mir angeguckt und zwei Stunden reingespielt. Findest du bald, wahrscheinlich heute, morgen, übermorgen auf YouTube. Lief überraschend gut, weil man nicht so viel wackelt, wie es bei anderen Spielen ist. Es geht eigentlich ganz gut zum Zugucken, finde ich, war es ganz okay. Ach. Nein heißt nein, meint die Puppe. Ich gehe nochmal hier rein. Hier! Ich habe leider... Da! Okay, irgendwo hier liegt ein Bild und ein... Kann ich da den... Ja, ich meine, das habe ich... Komm, ich guck nochmal genau... Ja, irgendwo liegt ein... Hier, wie heißen die Dinger? Ein Werkzeug rum. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Gucken wir erst nochmal, ob hier nicht irgendwo... Ob hier hinten nicht auf dem Werkzeugschrank. Aber das ist das Komische, weil da weiß ich, dass da auch so eine Kneifzange lag. Aber die kann ich nicht nehmen. Das ist scheinbar nicht die richtige. Oh, nee. Da
das Ding liegt hier. Aber ich dachte, die Kneifzange lag die nicht auch hier? Ich weiß, dass ich eine gesehen habe. Und es ist ja auch scheinbar am Boden, also muss es irgendwo da unten sein, aber ich glaube, es ist in einem anderen Raum. Ich glaube, ich soll in den anderen Raum rein. So, hier nochmal gucken. Keine Ahnung. Finger, Auge. Finger, see, teeth. Nee, es ergibt auch keinen Sinn, es ist kein Wortspiel oder so. Genau, Chad, you will need a prying element. Werde ich nie vergessen. Kommt von Phantasmagoria. Gregor hat auch gesagt, er würde mir ein Spiel mit Bartspiel morgen bei unserem Podcast vorbeibringen. Okay, warum gucke ich da nochmal hin? Ach genau, weil ich gucken wollte, ob hier nicht doch noch was... Spiele mit Bartspiel wollte er mir vorbeibringen. Meinte, das können wir vielleicht uns mal angucken und dann schauen wir mal, ob wir das für die nächste Staffel machen. Kleiner Teaser an der Stelle. Ist aber keine Garantie. Und... Er ist morgen auch da für den Podcast, Jahresabschluss-Podcast 2021. Ich guck nochmal rein, ich will nochmal gucken, wo das sein könnte. Unter irgendeinem Schrank oder so liegt dann einfach dieses Ding. Und ich zeig ihm dann auch totgeschwiegen. Ich zeig ihm das. Ich zeig's ihm und da gucken wir mal rein. Er ist ja plötzlich voll groß und neblig. Das ist für die... Ah, jetzt ist plötzlich alles wieder... Oh Mann, 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 oh Mann. Das ist jetzt für diese andere... Für das andere Schloss. Glaube ich. Gibt ja noch ein paar. Hier war keins, oder? Nee, hier war kein Schloss. Nee, nein, hier war nicht. Hier war nur das. Und hier war ein Schloss gleich, hier rechts. Da gucken wir rein. Aber ich würde fast sagen, es ist ein anderer Schlüssel. Nee, er passt. Puh. Oh ja, toll, da kann ich endlich jemandem... Ah! Ja, und was soll ich jetzt machen? Jetzt kommst mal her, du Sauburm! Ich hab die gleich, ich schmeiß die raus aus dem Fenster! Da schmeiß ich die raus! Du aller Fotzenbaum! Ist auch kein Wort, ne? Ja, okay. Was hab ich denn jetzt? Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade bekommen habe. Ich hab doch irgendwas gerade wieder eingesammelt. Was hab ich denn jetzt gerade bekommen? Ein Auge, stimmt. Ja, wat? Okay, dann vielleicht der andere Dude. Watschenbaum, genau, das merke ich mir.
Jetzt wird's aber immer, jetzt hängt der jetzt dekoriert da um. Nimm dem mal einer die Eddings weg. Hier. Ich mach das jetzt mit dem Kopf und so. Ja, genau. What? Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Eine mechanische Meisterleistung. Er ist stärker in der Nacht. That's what she said. When you light up all the rooms, it will get weaker and you can get out. This is the key to the box under the ceiling. Okay. Na, wenn jetzt nicht was passiert. Geil. Kerzen, aber kein Feuerzeug. Und sobald ich den Raum, alle Räume erleuchtet habe, könnte ich angeblich raus. Das sagen sie immer. Ey, dieses dämliche Dreckstelefon. Ich hab's noch nicht gesehen. Wo ist es denn? Immer klingelt's. Es gibt hier gar kein Telefon. Und hier ist der Ausgang. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Da kann ich ja von ausgehen, dass ich jetzt rausgehen kann. Okay, fuck. Wir sind jetzt eindeutig in Silent Hill. Der Fleischaufzug. Der Mitternachtsfleischaufzug. Fantastischer Film, fantastische Geschichte. Der Mitternachtsfleischzug von Clive Barker. Also ich glaube, es ist Clive Barker. Aber es ist unfassbar guter Film, unfassbar gute Geschichte. Unfassbar schlimm. Entweder trägt der einen alten Mann-Anzug, einen Old White Man-Anzug, oder es sind Verletzungen. Es ist schwer zu sagen. Hat er sich die selbst beigefügt mit der Axt? Hat er sich überlevelt? Alles auf Axt? Nee, es sieht eher aus wie Knochen. Okay, spätestens jetzt sind wir wirklich in Silent Hill. Genau, Midnight Meat Train. So heißt der Film. Gönnt ihn euch. You need to listen. Hä? Ach, lass mich raten. Jetzt ist dieselbe Tür nochmal. Und ich bin wieder im Raum. Oder ich muss einfach nur ohne... Ja, so ist es. Oh oh, ich dachte gerade, jetzt ist die Tür aber offen. Ey, sagt mal Bescheid, wenn ihr euch auskennt, ob Midnight Meat Train auf Amazon ist. Falls ja, ich glaube nicht, aber falls ja, will ich den unbedingt mit euch gucken. Da holen wir Anton auch noch gleich dazu. Der kennt die alle nicht, die guten Filme. Ja, super. Da machst du einmal eine Woche Pause als Hausmeister, schon ist alles voller Augen. Wer hat denn die jetzt wieder hier hingebracht? Die vermehren sich doch immer so. Ah, er ist aber geschnitten. Naja, gut, er ist wahrscheinlich trotzdem noch heftig. Oh, nur zum Kaufen. Na, okay. Dann warten wir noch ein bisschen ab. Okay, das ist jetzt offenkundig, dass ich hier irgendwas falsch mache, obwohl sich schon immer was verändert, wenn ich mir ehrlich bin. Was ist denn da jetzt los? Alter, wie geil ist das denn?
Da macht der einen langen Arm. Ja, 5-Finger-Rabatt. Du kennst ja aber wirklich, du bist Dr. Stehl. So, und jetzt würde ich dann nochmal runtergehen, oder? Und dann gucken wir nochmal, wo ich da vielleicht falsch gelaufen bin. Das ist die richtige Tür. Nein, die war auch falsch. Vielleicht, wenn ich mal rückwärts gehe. Es ist dieselbe Scheiße wieder von vorne. Okay, irgendwas hier muss ich grundlegend anders machen. Aber was könnte das sein? Hier komme ich nicht durch. Da wird sich keiner mehr versuchen, nochmal in letzter Sekunde in den Aufzug zu quetschen, ne? Wenn die Türen so aussehen würden... Wird keiner mehr versuchen. Okay, wir gehen da jetzt durch. Und dann probiere ich mal die Musik, das Licht auszustellen. Ne, dann sehe ich ja gar nichts. Na gut, gucken wir mal. Also, hier kann ich, jetzt komme ich wieder an derselben Tür raus. Ich muss gerade überlegen, weil ich bin runtergegangen, durch die Tür gegangen, ich habe alle Sachen gemacht. Ja, okay, komm. Wir machen jetzt nochmal die eine Sache, von der ich mir nicht sicher bin, ob ich die schon gemacht habe. Nee, nämlich nochmal runtergehen und Licht ausmachen. Okay, das ist ein guter Tipp. Danke, Ifromi, für dein Abo. Ifromi über dein Abo. So, wir gehen jetzt nochmal runter und gucken da dann, was die Geräusche an der Tür machen. Ich bin ja auf jeden Fall ein, zweimal schon richtig gelaufen, aber dann eben danach nicht mehr richtig. So, hier hören wir erstmal. Das sieht nicht aus wie eine Tür, wo ich durchgehen sollte. Und hier? Ja, das ist schon mal die erste richtige Tür. Hier ist der lange Arm. Komm, High Five, Junge. High Five. Ich würde da ja nicht in die Nähe gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der wäre ein prima Basketballspieler. Er hätte nur ein paar Probleme mit der Balance. Ich weiß ja nicht, wie der Rest aussieht. Aber er kann im Grunde auf der Tribüne sitzen und trotzdem mitspielen. Okay. Da ist ganz sicher jemand dahinter. Da gehen wir nicht hin. Aber wo soll ich denn dann lang? Hier vielleicht? Da kann mal jemand von euch gerne was sagen. Weil ich würde jetzt wieder hier durchgehen, aber ich bin ja eben gerade von hier gekommen, also ist ein bisschen weird. Aber die andere Tür würde ich nicht lang gehen. Und es gibt auch keine weitere und den Aufzug kann ich nicht nutzen. Wir gehen hier nochmal hin. Hier kann ich irgendwie auch nicht weiter. Nee, geht nicht auf. Ja, dann gehe ich hier nochmal zurück. Ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit, ne?
So muss man sich als Frau fühlen, wenn man durch eine große Menschenmenge geht. Aus Männern. Nein, aber bitte, hören Sie, wer ist da an meinem Hintern? Jetzt hören Sie doch mal auf, ich will doch nur durch. Hey, wo ist mein Portemonnaie? Okay, wir gucken nochmal. Nee, da ist eindeutig auch jemand. Jetzt die Frage, gehe ich hoch oder runter? Ich glaube, jetzt muss ich hochgehen. So, gucken wir mal. Diese Tür ist gut. Ah, diese Tür ist gar nicht vorhanden. Diese Tür ist halt auch einfach nicht vorhanden. Okay, okay, ich verstehe. Was ist hier? Oh, nix. Kann ich hier mittlerweile... Ah, nee, ich da... Ah, da ist nix, ne? Shit. Ich mag diese Struktur für diese Fleischwand, die mag ich echt sehr. Ich finde, das hat einen sehr schönen Look, weil man ja auch wirklich nur mit dieser Taschenlampe rumeiert. Also ich finde, PT hätte genauso weitergehen können, dass man rauskommt in eine irre Silent Hill Welt. Ich nehme an, sowas war vielleicht auch geplant. Ah, schon ziemlich cool. Ah, jetzt kann ich nicht weiter. Alter. Sehr guter Gag. Das lustige Knie. Fleischwände bestehen immer aus Speckstein. Eins, zwei Speckstein. Alles muss fett sein. Denken die Wände. Okay, also diese Geschichte hier ist ja cool, aber dadurch, dass man unsichtbare Wände hat, nimmt sie ein bisschen was von dieser geilen Illusion. Wenn ich jetzt da weiterlaufen würde und dann kommt derselbe Block wieder, dann hätte ich, sage ich mal, die Message auch kapiert. Nämlich, dass man hier nicht rauskommt. Ja klar gehe ich da rein. Die sind halt einfach auch alle fucking irre. Guck dir den doch mal an. Hallo. Herzlich willkommen bei Wendy's. Und dann hat er aber hier ein Feuerzeug, was ich ja brauche, in der Hand. Aber ich finde diese Wunden und alles extrem zerstörend, aber auch verstörend. Hallo. Ich hätte gern, ich rauche doch so gern. Darf ich vielleicht das Feuerzeug von Ihnen da haben? Natürlich, ne? Natürlich. Immer, wenn man mal jemanden hat, mit dem man reden kann, verschwinden sie. Oh, das ist auch geil. So eine Ecke sollte jeder in seinem Raum haben, um Leute in die, auch nicht nur verbal, sondern auch dann physisch in die Ecke zu stellen. Das fängt so an vorne, da redet man, da diskutiert man noch und je mehr man in die Ecke kommt, desto mehr muss man ihn argumentativ aushebeln. Oh Scheiße, jetzt ist ja überall eine Ecke. Das ist ja der perfekte Diskussionsraum. Komm, ich will nur noch raus.
Okay, mit dem Leiter geht's jetzt weiter, nehme ich an, indem man hochgeht, oder? Denn dann habe ich ja wieder die Kerzen und kann den Raum erhellen, denke ich mir. Kann ich jetzt mit dem Aufzug endlich mal fahren? Ich fahre mit dem nächsten. Kann ich da rein zu ihm? Drück doch den Knopf! Ja, ich wohne hier auch sehr gerne. Ich bin gestern eingezogen. Ich wohne in Fleischnummer 64. Es ist Stock 6. Hack. Blutwurst. Und das in Corona-Zeiten. Das fand ich... Ich hatte keine Angst wegen den Wunden. Ich hatte Angst, weil der keine Maske anhatte. Jetzt ist die Tür ganz weg. Okay. So. Wo kann ich die denn jetzt hinstellen, die Kerze? Jawohl! Hier auch? Nee. Geht den Raum. Ja, da reinstellen ist aber auch keine gute Idee für eine Kerze. Wo soll man denn hier bitte eine Kerze jetzt hinstellen? Hier ist überall nur Brennbares. Das ist ja, oh, das ist ja dämlich. Ja, habt ihr denn, hat's euch denn der Alpendudler an den Arsch gehauen? Hat's euch denn der Alpendudler an den Arsch gehauen? Ich weiß doch auch nicht, irgend so bayerisch halt. Hör doch mal auf, die scheiß Bilder immer durchzuhängen. Das wird immer schlimmer, ne? Der wird immer mehr. Kennt ihr dieses Meme, wenn man sich so selbst lächerlich macht, so wie der Clown sich langsam zum Clown macht? Da ist schon die Hälfte der Clown-Stufe erreicht. Das ist sowas von feuergefährlich. Oh. Na toll, Sisyphus-Arbeit hier. Nee, jetzt mal ernsthaft, das ist doch scheiße. Das ist geil. Sowas mag ich sehr. Irgendwas ist hier doch. Egal, später. Okay, in jeden Raum muss eine Kerze. Moment. Da. Na, wo ist die Puppe? Vielleicht ist da ja was. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst. Hier kann ich leider nicht die Flamme anmachen. Und die Lampe geht auch nicht mehr. Okay, komm. Ich dachte gerade, was ist denn da mit seinem Gesicht los? Und jetzt sehe ich erst, dass da so eine Axt drin hängt. Ich wusste es. Das ist der Beweis! Du kommst mir in den Knast, mein Freund. Puppenknast! Das da, kannst mal gucken, die Augenhöhle wird dir im Knast nicht viel weiterhelfen. Die ist nämlich schön warm und weich. Kannst mal gucken, was sie da mit dir machen. So.
Ich habe halt keine Ahnung, warum. Was bringt mir überhaupt das Verstecken? Okay, ich hole eine weitere Kerze. Och Mann, ey, der macht ja immer auch die Kerzen aus. Und die Kerzen sind auch weg jetzt. Wo ist denn der Karton? Da ist er. Okay, so. An, auch an. Auch an. Kann man hier eine Kerze hinstellen? Ja, kann man hier auch mal probieren. Ich wüsste nicht wohin, ne? Ah, okay, gut. Nehme ich mal so mit, ohne zu hinterfragen. Waren das eben nicht schon? Na egal. Hab das Gefühl, das ist eine mehr geworden. Tja, dann kommt jetzt mal die beste Tür von allen. Die geht nicht auf? Ja, toll. Das war wieder klar. Und hier ist wieder zu. Ja, super. Okay, dann nehmen wir hier noch die Schrankwand. Ach nee, nicht schon wieder, ey. Ich hab doch gerade erst... Natürlich geht jetzt nix. Das ist wie wenn Tarantino nicht will, dass ein Feuerzeug angeht, ne? Dann geht's auch nicht an. Schnips, tschack! Die Kerzen sind wieder weg. Da ist doch wieder irgendwas draußen. Kerze auch weg. Ah, nur eine rote Todessonne. Das rote Todeslicht. Was denn? Was denn? Was denn los? Wo ist eigentlich die Puppe? Oh Gott, hoffentlich ist sie nicht hier unter dem Bett. Sauron wants to know your location. Den du suchst, der ist, glaube ich, drei Todeshäuser weiter links bei der Fleischkuppel. Ich sehe doch, dass du da stehst, du Lappen! Ja, und jetzt stehen wir uns gegenüber. Ist ganz schön dumm, ne? Wer ist denn hier der Idiot? Ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Achtung, ich renne auf dich zu! Okay, das macht gar nichts. Das ist ja noch schlimmer, als wenn er was macht. Nein! Oh, ich will zieh runter von diesem wilden Ride. Okay. Hier kann man sich ja aber auch gar nicht sicher fühlen. Ja, scheiße. Ich denke immer, ich kann vielleicht irgendwie doch wieder die Lampe anmachen oder irgendwas, aber nee. Ach, oh Mann. Entschuldigen Sie mal, ich muss da kurz an Ihnen vorbei. Da ist eine Tür. Ja, lassen Sie mich doch kurz mal aufmachen. Entschuldigen Sie, ich will Sie ja nicht, aber Sie stehen da halt ganz schön schlecht, ne? Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Hat Ihnen sicher schon mal jemand gesagt. Mehr als drei Leute im Raum geht aber auch nicht, ne? Ihr kennt die Regeln. Und was soll das denn? Die Party ist immer in der Küche, ich weiß, aber... Wenn ich noch einmal B drücke und dieses Menü kommt, dann höre ich auf! Okay.
Okay, irgendwo habe ich noch was vergessen. Vielleicht ist hier jetzt noch aus. Nee, okay. So, Licht an, Licht an. Ich weiß halt nicht genau, ob ich die Tür aufmachen soll oder nicht. Aber es müsste auch so klappen. Hier ist Licht an, da ist Licht an. Da ist Licht an und da ist Licht an. Also mein Hauptproblem bleibt die eine Tür, die ich nicht aufkriege. Und das war schon immer so. Ist das vielleicht irgendein Zeichen? Der hat doch auch so eine... Bin ich das vielleicht? Oder ist das die... Habe ich hier die Lampe her? Nein. Ja, man weiß es nicht, ne? Es gibt verschiedene mögliche Interpretationen, würde ich sagen. Oh Mann, ich höre nicht auf, aber es ist echt dumm. Wieso geht diese Tür nicht auf? Weil solange ich da nicht die Kerze reinkriege, komme ich hier wahrscheinlich auch nicht weiter und komme ich vor allen Dingen nicht raus. Es sind immer noch zwei Räume. Wie viele Räume? Es gibt doch gar keine zwei Räume mehr. Man kann es nochmal versuchen, hier hinten. Ja, ne, der Chat sagt nämlich, das bin ich. Ich glaube nämlich auch, dass ich das bin. So, hier vielleicht noch. Das tut mir leid. Ich denke irgendwie immer B wäre Lampe. Ja, shit. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Warte mal, da leuchtet doch noch irgendwas hin im Spiegel. Nee, das ist aber nichts Wichtiges. Hier auch nichts. Ne, sieht schon so aus, als wäre da irgendwie irgendwas hier direkt hinter mir. Aber die wollen wahrscheinlich so tun, als wäre es die Kerze. So, B für Lampe, genau. Auf die Kackpappe vielleicht. Klo auf die Kackpappe. Bampe, Blampe, Still Vampire auf dem Boden. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich es hin machen soll. Ich probiere es hier nochmal, aber ich glaube fast... Doch, okay. Das zählt also als Raum, okay. Dann ist das jetzt hier die letzte Kerze und der letzte Raum, zu dem ich gehe. Natürlich. War voll unsichtbar. Ich habe mich nicht mehr selbst gesehen. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, habe ich bei Ghost gesehen. Und Geisterfilme lügen nicht. Das Schlimmste, der schlimmste Horror ist meine Inkompetenz. Hallo, ich gehe wieder raus, will nur kurz die Kerze hier hinstellen. Ah, fuck you! So. Hast du die Scheiße jetzt nämlich? Hahaha, du Lappen. Du auch, du Scheißpuppe. Dich schnappe ich mir gleich noch. Jetzt gehe ich raus und nach Haus und dann mache ich mir schöne Pizza in den Ofen. Hui. Runter. Es hört nicht auf, es war klar. Aber ihr habt mir versprochen, wenn ich die Kerze habe, hört's auf. Ich bin ja immer noch hier. Ist das eine Demo? Naba! Was erlaube Naba? Das kann's doch nicht sein, oder? Ist es das, Leute? Okay. Wow. Hab ich's wohl durchgespielt. Okay. Oh, Leute. Das war richtig harter Shit, ey.
Das war jetzt aber mal wirklich harter Shit. Ich tu nicht so, sondern ich habe auch, also ich habe schon viele Horrorspiele gespielt. Ich erschrecke mich auch immer sehr gerne. Also ich meine, ich weiß, dass ich mich sehr leicht erschrecke und ich genieße es auch ein bisschen, weil dann endlich, dann hat man es hinter sich sozusagen. Die Anspannung ist viel schlimmer davor, finde ich, vor dem Erschrecken. Das Spiel oder die Demo oder das Minigame ist meiner Ansicht nach eines der besten in seinem Genre, muss ich ehrlich sagen, weil es sich nicht zu viel Zeit lässt mit den Schockeffekten, weil die Schockeffekte sich auch nicht ständig wiederholen und weil das Ganze drumherum so richtig weird ist. Ich erwähne gern nochmal die Fleischtapete und diese ultra eklige Dimension, dann draußen das Ende, dieser Kubus, finde ich richtig angenehm. Also die Atmosphäre 10 von 10, ganz im Ernst, Rätsel waren eigentlich auch nicht schlecht. Die waren ein bisschen eklig, waren ein bisschen um die Ecke gedacht oder um die Zähne geschlüsselt, aber durchaus lösbar. Was mir gefallen hat, war, dass es so im Kleinen sich befindet und man dadurch immer wieder versichert bekommen hat, dass man nicht irgendwo raus muss und irgendwo anders was suchen muss oder so. So wie es ja bei Cry of Fear zum Beispiel der Fall ist, dass das halt ein Riesenareal ist, was völlig anders aussieht als hier, obwohl es Ähnlichkeiten hat, muss ich sagen. Und ja, es ist etwas, was ich euch sehr empfehlen würde. Wahrscheinlich auch ihr beim Zugucken habt auch ein bisschen Schiss bekommen. Und selbst wenn ihr es jetzt nochmal spielen würdet, würdet ihr euch, glaube ich, mit Kopfhörern auch erschrecken. Weil ich habe wenigstens hier die Helligkeit des Raumes, die mich ein bisschen schützt. Aber wenn du das im Dunkeln alleine mit Kopfhörern spielst, holla die Waldfee. Da kannst du aber schon mal, kannst du dem Dickdarm gute Nacht sagen. Da kannst du schon mal eine neue Hose wechseln. Zwei oder drei vielleicht sogar. Die machst du da alle durch. Das ist alles durch... Geht einmal durch alle Schichten, auch soziale Schichten der Gesellschaft. So, also war echt schön. Ihr kriegt von mir auf jeden Fall ein Belobigungsscheinchen und ich finde es auch. Es ist nicht so, es ist kein Kinderhorrorspiel. Ne? Es ist nicht so, also Visage war schon anständig ängstigend, auch wegen diesen Lichtspielereien natürlich wieder hier. Aber bei Visage zum Beispiel hast du halt sehr häufig so die Jumpscares und irgendwann ist das halt so, irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen daran. Irgendwann hat man das über, möchte ich fast sagen. Und hier war es alles genau so portioniert, dass man am Ende gesagt hat, ey, das habe ich jetzt nicht bereut, das gespielt zu haben. Naja, also ich verstehe gar nicht, warum daraus nicht mehr geworden ist, weil das wirkt auf mich jetzt eher wie eine Demo von einem 4-6-Stunden-Spiel oder so irgendwas, weil irgendwann trägt sich es wirklich nicht mehr, sowas kann dann auch nicht 12 Stunden gehen, aber so 6 Stunden, ich hätte mir das jetzt locker noch 4 Stunden gegeben, wenn so, also natürlich nicht dasselbe Gebäude und dieselben Räume, sondern einfach irgendwie was anderes, ne, was dann irgendwie danach kommt und in einem ähnlichen Fahrwasser kommt. Da schreibt jemand gerade, dazu gibt es einen kleinen Vorgänger. Das interessiert mich natürlich sehr. Oh Moment, jetzt habe ich hier die falschen Buttons gedrückt. Das interessiert mich sehr. Ich mache mal gerade mein Fenster zu und frage euch, welcher Vorgänger das war. Sagt mir mal bitte, wie der geht. Vielleicht schiebe ich den jetzt noch rein. Wenn der nur so 30 Minuten geht, können wir das natürlich noch machen. Können wir sehr gerne nochmal machen. Aber da müsste mir jemand sagen, wie der heißt, weil ich finde das jetzt nicht mehr. Wobei, ich kann ja auch... Wie heißt das? To the Darkness, Into the Darkness? Ich habe schon wieder vergessen. Into the Darkness, es gibt tatsächlich... Ach nee, das ist was anderes. Hier, oder? Nee, das ist was anderes. Aha. VR Action Adventure Game Build and Physical Mechanics. Naja, kriegt von mir mal einen Wunschlisten-Likey. Aber mehr auch nicht. Das ist nicht das From the Darkness, genau. Warum schreibe ich schon wieder einen Fettbuchstaben? Okay, hier könnt ihr es euch gerne angucken. Ich muss sagen, ich finde schon, dass 6 Euro ein bisschen viel ist für diese Stunde, die wir da hatten. Aber I'll allow it. Weil es ist wirklich spektakulär gewesen, das, was ich da gespielt habe. So, jetzt kann ich ja mal nach dem Entwickler Naba gucken. Und da ist dann Trapped. Genau, Trapped. Sehr gute Idee. Kaufen wir auch, ne? Bei mir wird der ganze Schnösel einfach gekauft. Ich freue mich immer sehr, wenn ich den Leuten quasi was Gutes tun kann und ihre kleinen Indie-Titel, die ja auch mit viel Liebe zusammengebaut wurden, supporten kann. Das mache ich sehr gerne. Das Spiel ist übrigens nur, also das Originalspiel, Vorgängerspiel, ist nur 300 Megabyte lang.
groß. Deswegen kann man das, glaube ich, jetzt, wenn ich es jetzt gleich spiele, nochmal eintragen. Und es geht ja auch nur eine halbe Stunde in meine Stream-Info. Mach ich mal schnell. Trapped im Monstream. Heute wieder einkoten mit Monster. So, das ist auch das Letzte, was ich heute mache. Das ist ja schon fast eins mehr, als ich wollte. Ich muss sagen, ich bin offensichtlich ein sehr, sehr gesunder Mensch, weil diese Impfung mir einfach gar nichts ausmacht. Es tut ein bisschen weh, ein bisschen Aua am Arm. Aber das ist auch alles. Ich bin relativ zufrieden mit der Art, wie mein Körper auf diese Invasion von Viren, von halb totgeprügelten Viren, ich weiß, aber trotzdem, die krochen immerhin noch in mein Immunsystem und mein Immunsystem. Da, wie das Buch, ne? Wie Atlas Shrugged. Immunsystem Shrugged. Und weg mit euch. So, nein, lest jetzt nicht Ayn Rand. Kriege ich wieder nur Ärger, wenn ich sowas empfehle. Aber ich empfehle jedes Buch, nicht unbedingt Ayn Rand, aber vielleicht die Anleitung zu Trapped. Wir spielen es mal und machen auch hier wieder ein neues Spiel und dann haben wir nochmal 30 Minuten Spaß. Viel Spaß wünsche ich euch. Okay, ihr habt auch keinen Ton, oder? Jetzt ist Ton, okay. Ja, dann nehme ich lieber die Maus. Ich habe das Gefühl, Controller ist nicht so hundertprozentig. Ich bin also in diesem Raum gefangen. Ah, man sieht schon, ne? Es ist das Kernthema des Entwicklerteams oder des Ein-Mann-Entwicklers, dass man in einem Raum quasi Escape Room auf blutig. Hier ist eine Lampe und hier ist ein bisschen Blut. Okay, was kann ich machen? Jetzt erstmal ganz methodisch. Ich glaube, die lassen mich hier eine Weile schmoren und dann kommt automatisch die nächste Szene. So würde ich das machen. Dass man sich erstmal hier ein bisschen wundert. Kann ich irgendwas machen, außer links, rechts, oben, unten laufen? Nee, kann ich nicht. Ja. Ach! Ne, plötzlich. Hätte ich das Spiel vorher gespielt, hätte ich wahrscheinlich auf solche Sachen anders reagiert, weil mir klar war, okay, man muss nur manchmal warten. Die Entwickler mögen es, nach dreimal umdrehen, eine Tür irgendwo hin zu pflanzen, all diese Sachen. Okay. Ich mache das Spiel ein bisschen lauter. So, sagt Bescheid, wenn es zu laut ist. Genau, Chat. Ich glaube, du sollst eine Lotion auftragen. Ja, das sind auch Szenen, an die man immer denkt. Es soll die Lotion in den Korb legen. Es soll die Lotion in den Korb legen oder es kriegt den Schlauch. Das kann mich doch nicht aufhalten, ein Brett. Moment. Heißt das? Okay, genau dasselbe wie eben, ne? Wie im letzten Spiel, dasselbe Setting. Heißt das denn, also wir haben ja mehrfach gesehen, wir haben uns gesehen im Spiegel, im letzten Spiel, im Spiegel mit einer Axt im Kopf. Was eine Möglichkeit wäre zu sagen, ja, du bist tot. Du bist jetzt in einer Zwischenwelt oder vielleicht die Hölle, vielleicht auch einfach das Nichts und da lebst du jetzt, das ist jetzt dein Leben, viel Spaß. Das könnte sein und ich denke aber auch, dass es eine Bestrafung sein könnte für den Selbstmord. Also wenn man an die christliche Definition von all dem glaubt, ist Selbstmord ja Mord und damit nicht cool. Und vielleicht ist das die Hölle. Vielleicht ist das das, was mit Selbstmördern passiert, was meiner Ansicht nach unfassbar gemein wäre. Radiolampe Bett. So merke ich mir auch immer meine ganzen Sachen. Kann ich das auch wieder einstecken oder soll ich jetzt einfach den Zettel für immer mit mir rumtragen? Oh, ich kriege auf jeden Fall jetzt gerade Flashbacks
wenn ich diese Birne einsammle. Weil das ja bei Visage ein immer wiederkehrendes Motto ist. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das so sein soll, dass das immer hier so rumschwebt. Okay, es ist Kreisverkehr hier. You can block the door and hide in the cabinet. Wahrscheinlich, weil jetzt gerade... Weil ich jetzt angreifbar bin. Okay, beide Türen zum Glück verriegelt. Kann ich mich auch verstecken, ne? Okay, sehr, sehr interessant, sehr schönes Gameplay bisher, kennt man halt alles schon, aber trotzdem gut. So, machen wir mal weiter. Okay, also Radio habe ich angemacht, Lampe habe ich angemacht, Bett, auf dem Bett kann man mich nur anmachen. Wegen Sex. Okay. Ach, das ist der Schlosskey, ne? Also, als erstes das Radio. Ist hier irgendwo eine Zahl? Seht ihr hier irgendwo eine Zahl? Also, da sind viele Zahlen, aber eine... Zum Beispiel, wo dieser Strich jetzt hin ist oder so. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was hier jetzt anders ist. Also ich meine, ich habe natürlich einmal nach rechts gedreht, aber ich kann nicht weiter drehen. Sechsmal piepsen. Ihr seid wirklich smart, Leute. Ihr seid smart. Das bleibt mir leider nicht erspart. Okay, sechs haben wir. Also. Ich meine die Zahl sechs. Da ist die Lampe. Flacker. Eins, zwei, drei. Okay, gut, drei. Und das Bett. Da ist ein Soundsymbol bei dem Bett. Das war vier, oder? Vier Klopfen. Ja. Viermal, dann ist auch genug. Steps are constantly heard behind double doors. It's good that the chain waits here. I'm trapped, but it's safe here. And what else do I need? These sounds behind the wall never seem to end. Ich drücke ja schon Shift. Was genau passiert hier? Muss ich jetzt abhauen? Muss ich mich selbst jagen? Bin ich der Typ, der jagen muss? Muss ich in den Schrank? Kann ich mich da verstecken?
Also 6, 3. Okay. I knew it! Jetzt übrigens, ihr könnt gerne, ich mache eh nicht mehr lange, könnt ihr gerne jetzt bald auch zu Edema umschalten, denn der spielt Project Zomboid. Da steht jemand. Jetzt gerade hat er nämlich angefangen. Puppe! I knew it, du Affe! Fick dich weg, du Affe, du! Was willst du denn? Du Affe! Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel, ne? Ach, locker machen war es. Genau, mach dich locker, du Affe. Könnt sagen, was ihr wollt, aber es geht gut vom Mund. Mach dich locker, du Affe. Da kommt gefühlt alles bei vor, was man mag. Auch an Vokalen. Ah! Ah! Thank you, die again. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt hier. Na, komm. Also, es gefällt mir sehr gut. Ich glaube, viel mehr kam da gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es fast durchgespielt. Eigentlich sogar fast zu weit gespielt, möchte ich sagen. Ihr könnt euch das gerne angucken. Ich mag es auch. Trapped. Why not, sage ich da. 11 Minuten, okay. Aber wenn ich mir die Bilder angucke, so viel ist da nicht mehr. Da kommt scheinbar nicht mehr so viel. Sehr interessantes Spiel und ich kann euch nur empfehlen, jetzt dran zu bleiben, denn ich verbinde euch telefonisch mit dem Etienne und seiner Bagage. Das müsste in dem Moment laut Chat der Wirt sein. Und da schicke ich euch jetzt hin und dann könnt ihr Projekt Zomboid mit den Leuten spielen. Heute startet der Server. Ich habe leider den Namen der Dame vergessen. Ich habe gestern noch alle hingeschickt, weiß heute aber nicht mehr genau, wer das gestartet hat. Danke auf jeden Fall an der Stelle an die Leute, die diesen Server aufgemacht haben und sich darum kümmern. Danke natürlich auch wieder mal an die Leute, die das in unserem Discord und Co. verwalten und sich darum kümmern. Richtig nice. So, jetzt schicke ich euch zu Ede. Und da wird er sich sicher freuen. Da wird er sagen, das ist aber nett von dir, Simon. Dir schicke ich dann aber auch mal meine 25.000 Fans vorbei. Demnächst. So, der Raid beginnt. Und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Bitte, bitte, bitte guckt es euch eine Weile an, weil das Spiel ist ein bisschen langsam und wirkt behäbig. Und es ist aber mega spannend. Und ich glaube, das wird richtig toll, wenn man das im Koop spielt. Wenn es Ede Bock macht, wenn es allen Bock macht, dann werde ich das auch spielen. Wir sehen uns morgen zum großen Jahresrückblicks-Podcast mit Gregor am Nachmittag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.